So. Okay, kümmern wir uns ums Wasser. Es zieht sich hier alles hin. Ich weiß gar nicht, wie lang die Gesamtaufnahme schon wieder ist. 81 Minuten. Wir haben es schon neu, ne? Na gut, ich habe vorhin eine einzelne Folge aufgenommen. Eine einzelne zum Hochladen für den Samstag. Das dürfte alles noch klappen. Ich weiß bloß immer nicht, wann ich jetzt raus nach Haus bin oder wann nicht am Samstag. Ich mich da voll auf meinen Vater verlassen muss, wann der mich abholt. Oh. Weil wenn mein Vater mich später abholt, dann ist eigentlich alles gut. Holt er mich aber früher ab, dann ist das sowas von... Und ich weiß immer nicht, wann mein Vater vorbeikommt. Also es ist grauenhaft. Er ruft immer eine halbe Stunde vorher an und dann stehe ich da. Deswegen muss ich hier immer noch so ein bisschen auf die Uhr gucken und so weiter und so fort. Ich bin auch froh, dass mein Hals derzeit nicht so rumspackt wie beim letzten Mal. Ja. Es wird also immer nur schlechter, besser, irgendwas. Ach so, müssen wir... Ist der jetzt... Nee, der ist gerade, ne? Na gut. So. Aber so schlecht sieht das auch nicht aus. So sieht so ein bisschen aus, als würde das reflektieren. Dabei ist das ja alles tatsächlich nur unten. Und reflektieren. Na gut, da kann er auch noch gar nichts. Da wächst ja noch gar nichts. So. Ja, jetzt haben wir hier eine Wasserquelle. Alles schick. Okay, super. Gut, gut, gut. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Ich habe... wir machen hier einfach nur irgendwas und ja. Ich unterhalte euch wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Ja, das ist... ihr guckt wahrscheinlich nur zu und lacht mich aus, was ich hier für eine dumme Sache mache. Und freut euch dann, dass es noch Leute gibt, die noch schlimmere Sachen bauen als... Ich will ja jetzt nicht sagen ihr, weil unter euch sind wahrscheinlich ein paar Leute, die wissen, was sie tun. Und auch richtig krasse Sachen bauen können, aber... Ich will euch ja nicht beleidigen. Okay, das hier... Das könnte einfach werden. So. Ja, das könnte einfach werden. Dazu müsste man aber auch wissen, was man tut. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Was denn jetzt schon wieder? Also echt, ja? So. So viel dazu. Und jetzt haben wir eine Sache nämlich nicht mit. Na, wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es. Ha, ha, ha. Aber ich würde sagen, es sieht jetzt nicht so viel anders aus, ne? Na gut, hier kann man jetzt tiefer reingucken, aber ansonsten... Na gut, der Holzboden ist auch ein bisschen anders. Mein Gott. Kriegt euch wieder ein. Ist doch alles schick. Sieht ja keiner auf die Schnelle. Wenn man da nicht genau hinguckt, dann sieht das keiner. Aber was wollte ich jetzt? Ich glaube, das wollte ich. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. So, wir können... Ich glaube, wir hätten noch keine machen sollen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so reicht. Guck mal, wie hell wird denn das, wenn wir hier ein bisschen rumfahren? Ist das normal? Warte mal. Hier hatten wir auch... So, jetzt mal gucken. Nö.
Hat, glaube ich, keinen Unterschied. Es täuscht, glaube ich, nur oder so. Ich habe keinen Plan. So, ich hoffe, das eine Ding reicht für alle Dinger. Alter. Wie das leuchtet, wenn hier einfach mal alles fertig ist mit dem Ding. Das heißt, das Ding hier wird niemals leuchten, weil ich erkläre euch auch gleich die zwei Bahnen hier. Ihr sollt ja nicht unwissend in den Tag hineingehen. So, und zwar, wenn man hier jetzt zum Beispiel einen Kürbis pflanzen und hier eine Melone, dann wächst dort der Kürbis und dort die Melone. Und deswegen haben wir hier jetzt halt zwei Laufbahnen gemacht und alles ist schick. Das ist der ganze Hintergrund dahinter. Vielleicht, solange wir sowas nicht haben, kann man auch was anderes machen, aber na gut. Aber wir sehen, es wird nass. Das ist schon mal wichtig. Die Felder werden alle nass. Das ist sehr gut. Wir könnten jetzt tatsächlich... Ich bin mal jetzt so frei, ne? Ich würde mal sagen... Ich würde jetzt wirklich mal behaupten, dass wir das so machen sollten. Einfach aus dem Grund... Ich habe auch gerade überlegt, ob man mit der Schere hier vielleicht irgendwie abbauen sollte. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Na gut. Nee, also solange wir keine Kartoffeln und Möhren haben oder so, werden wir uns natürlich darum kümmern, dass wir unser Brot hier voll ausbauen. Das heißt, wir werden hier natürlich... jetzt gleich noch jede Menge Weizen anbauen. Ich denke mal, da ist was runtergefallen. Ich so. Okay, dann sollte das hier irgendwie... Später haben wir es jetzt eigentlich, oder? 18. Vor 11 Minuten habe ich zuletzt drauf geguckt. Ich dachte, es ist schon wieder länger her. Mein Gott. Aber ich werde die Aufnahme hier jetzt, glaube ich, trotzdem nicht mehr so lange machen. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wir sind ja schon bei über einer Stunde Aufnahme. Und davor hatte ich ja auch noch mal fast 20 Minuten mal. Warte mal. Wasserblase? Nö, ist nichts runtergefallen. Das heißt... Wir haben derzeit, also ich habe derzeit schon fast eine Stunde und 40 Minuten am Stück aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage sind denn das dann? Ich muss nämlich jetzt auch sehen, weil ich ja halt auch montags bis freitags Probleme mit Aufnahmen kriege, dass ich genügend Folgen vorrätig habe, ne? Weil ich kann mich nicht immer darauf verlassen, dass ich... Ach, da ist ja noch ein Fett. Dass ich immer Schlafprobleme habe und deswegen immer früher aufnehmen kann. Deswegen, was? Ach, da. Deswegen muss ich halt so viel wie möglich aufnehmen, weil wenn ich dann doch mal länger schlafe, beziehungsweise mal so schlafe, wie ich sollte, und nicht mitten in der Nacht wach wäre, dann kann ich keine Aufnahmen mehr machen. Weil das Problem ist ja, wenn man ein bisschen arbeitet, dann ist das von den Zeiten her ganz doof. Gerade wenn man sich denkt, gut, tagsüber hast du eigentlich genügend Zeit. Hast du, weißt du, bis 20 Uhr hast du 6 Stunden, wenn du zu Hause bist. Aber es bringt mir nichts, wenn die Leute hier im Treppenhaus überall so laut sind, wenn sie mal unterwegs sind. Und das ist echt nervig. Also so richtig nervig, ja. Das versteht ihr vielleicht gar nicht, aber es nervt einfach, wenn die Leute im Treppenflur rumrennen, wie die letzten Menschen rumpullen und so weiter und so fort. Dann wohne ich hier nun mal ganz unten noch und da ist dann vor meinem Fenster sozusagen unten, also ich bin ja in der ersten Etage, unten im Erdgeschoss, draußen sind ja die Mülltonnen und gleich neben mir, unter mir ist aber auch noch so ein scheiß Durchgang und ich weiß nicht, was die Leute machen. Die sind ziemlich oft an Mülltonnen und ziemlich laut dabei. Und wenn der Schall im Durchgang hängt, ja, dann ist die Welt wunderbar. Sag mal, ich hab doch hier noch, ne? Hab ich hier noch mehr? Guck mal.
Also auf jeden Fall ist das dann alles sehr, sehr schön. Also nicht wirklich schön, aber na gut. So, und ich denke, die Felder hier unten, die werden vollkommen ausreichen, oder? Mehr werden wir nicht brauchen. Selbst wenn wir jetzt noch Kartoffeln und Möhren kriegen. Ach. Irgendwer frisst immer meine Saat. Wie? Ich sag dazu nichts. Nee, also selbst wenn wir... Wie viele haben wir denn jetzt überhaupt? 3, 6, 9, 12. 12 Felder. Könnte man eigentlich eine Linie Kartoffeln machen, eine Linie Dingens und eine Linie sowieso. Weil ist ja nicht live in the woods. Wir haben hier keine unendlich vielen Sachen. Wir haben ganz normales Minecraft 1.8.1, 2, ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Und warum ist das so? Wegen dem Shader Mode. Genau. So. Okay. Jetzt müssen wir mal weiter überlegen. Was wollte ich jetzt tun? Eigentlich wollen wir beenden. Wir sind schon wieder bei 92 Minuten. Ist es denn jetzt eigentlich mal Tag? Haben wir Tag? Wird's gerade Nacht oder wird's gerade Tag? Ich sehe da einen Creeper. Wenn ein Creeper ist... Es wird gerade tatsächlich Tag. Da ist die Sonne. Die Sonne steigt nach oben. Holz brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Warum habe ich das da nochmal hingesetzt? Kann mir das einer verraten? Nein? Gut, ich auch nicht. Creeperman. Okay, dann lassen wir die Bäume da erstmal stehen. Laufen uns ja nicht davon. Ja. Frohes Abbauen, ne? Verdammt. So. So viele Sachen am Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt noch. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich brauche. Ich weiß nicht, wie ich die Folgen in Folgen einteile. Ob es einfach nur nach Zeit mache oder ob tatsächlich auch mal beim Dings einschneide und mal reinhöre, wo was ist. Kann auch sein, dass ich mitten im Thema irgendeinen Cut mache, weil ich krieg das nicht mit, wenn ich die Folgen unterteile. Müsste ich mir vorher tatsächlich alles nochmal ganz detailliert angucken und jede Millisekunde genau aufschreiben und dann auch genau so irgendwie einen Schnittpunkt bzw. einen Renderpunkt setzen, weil sonst ist es absolut unmöglich, genau dort weiterzumachen bzw. genau dort aufzuhören, anzufangen, was auch immer, wie man es gerne hätte. Danke. So. Die Schaufeln gehen hier schnell weg, ja, also nicht den Mut verlieren oder was auch immer. Bleibt einfach dran. Komm, ich höre gleich auf. Für euch ist das dann wahrscheinlich die 10.000. Folge. Das heißt, ihr hattet dazwischen eine Pause, ich nicht. Das heißt, ihr werdet das ja wohl überleben. Das ist so wie eine ganz normale, wie soll ich sagen, das ist wie so eine ganz normale Terraforming-Folge, wie man sie überall sieht. Ich hatte gar nicht so auf dem Trichter, wie weit dieser Radius hier eigentlich tatsächlich ist. Aber da müsst ihr jetzt alle durch. Wir haben es ja schon mal gemacht. Wir haben ja schon mal größere Berge. Ich weiß gar nicht, ob die größer waren. Die waren nicht so breit, ne? Die waren ein bisschen größer. Aber das haben wir auch geschafft. Wir haben ja dort, wo unser jetzt letztes Haus steht, was wir nicht mehr wiedergefunden haben,
Da haben wir auch eine riesen Fläche begradigt. Dagegen ist das hier doch eigentlich gar nichts, oder? Ich meine, wir kommen ja hier trotzdem relativ gut voran, auch wenn wir hier keine Effizienz haben. Was zum Teufel? Sieht komisch aus, aber na gut. Habe ich das mal so komisch hingebaut? Nee, ne? So. Okay, auf jeden Fall, wir ruppen das hier schön runter. Alles gar kein Problem. So. Also, das ist schon eine kleine Hobbyaufgabe hier. Warte mal, wir können ja mal gucken. Komm, zu weit ist das nicht, ja? Wenn hier der Schnitt ist. Machen wir uns mal hier gleich so eine kleine Markierung. Verschwenden wir dann auch gleich mal die Schaufel mit. Alles gar kein Problem. Es wird doch schon alles funktionieren. Lalalala. Siehst du mal. Guckst du. Dann ist da so ein kleiner Arm. Oh, ist noch alles weg. Wunderbar. Nochmal hier noch so ein bisschen gerade wie. Also nicht gerade, aber. So eine Raufspringenform. Und dann. Oh, und das Sand. Da ist Sand. Ha! Können wir gleich wieder. Wir brauchen Trinkkisten. So, also wie ihr seht, das wird echt, das ist... Ah, ja, ja, ja. Das kann dauern, ehrlich. Ich weiß nicht. Ich habe mir das kleiner vorgestellt. Aber es kann tatsächlich richtig, richtig dauern. Da müsst ihr genauso durch wie ich. Das ist... Geteiltes Leid ist halbes Leid. Mehr sag ich dazu nicht, ne? Wobei, ihr habt die Möglichkeit wegzuschalten. Auszuschalten und in ein paar hundert Folgen wiederzukommen. Ich hab die Möglichkeit nicht. Das ist gerade echt ein bisschen mies und doof. Ich glaube, ich werde diese Folgen immer in Schleifen ziehen lassen, ne? Also, immer wieder so... 200 Tage lang oder so werde ich ein und dieselbe Folge rausbringen. Und dann mache ich ganz normal weiter. Also in der Zwischenzeit werde ich immer schön aufnehmen. Und ihr, Gott, das wäre so mies. Nehmen aber die neuesten Folgen auf und alle 200 Tage lang. Seht ihr immer ein und dasselbe? Ich glaube, dann wird nie wieder einer zugucken. Weil er dann denkt, es kommt nur noch. Aber 200 Tage später geht es dann endlich weiter. Oh, wie viele Folgen müsste man dann da schon fertig haben? Alter, 200 Tage im Rückzug wären schon mal 200 Folgen zum Hochladen. Aber was wäre die tatsächliche Zeit, die man in der Zwischenzeit aufgenommen hat? Das ist ja... So, wie ihr seht, es ist nicht viel. Es ist nur ein kleiner Berg. Und ich denke, das hier haben wir auch schon ganz gut eingeteilt. So, ne? Komm, das kriegen wir irgendwie weg und dann ist schick. So viel ist es ja nicht mehr. Es kann gar nicht mehr so viel sein. Seht ihr mal. Da hinten geht schon wieder runter. Und, hier sieht das nur so groß aus. Da gehe ich mal nochmal eins höher. Seht ihr, das ist gar nichts mehr. Das ist, Pappelapapp. Das ist, ja. Sitze ich doch auf einer Arschbacke ab.
So wenig ist das. Scheiße. Und dann, wenn wir damit fertig sind übrigens, ne, habe ich mir überlegt, mach mal da oben den großen weg. Und wenn wir damit dann fertig sind, dachte ich mir, ruppen wir dieses gigantische Teil da weg, ja? Weil, gefällt mir nicht. Es versperrt mir voll die Aussicht. Und da dachte ich mir, bringen wir halt alles auf diese Ebene, wo unser Haus steht, ne? Ist doch natürlich klar, ist ja Logen, ne? Nein, das war ein Witz. Ich bin doch nicht bescheuert oder lebensmüde oder was auch immer. Also einmal eine Folteraufgabe reicht, ja? Das müssen wir nicht überstrapazieren. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie viel... Okay, ich gehe wieder. Obwohl, warte mal. Da sind ja auch nur 10. Ein Träumchen. So. Dann pflanzen wir... Was nur? Ich habe die ganze Zeit Erde abgebaut und da war nicht mehr Gras oben drauf. Ja, alles schick. Alles sieht ein... Die Decke müssen wir auch noch machen. Ich höre schon jetzt die Begeisterung. Ich sehe jetzt schon die Begeisterung in Kommentaren und Co. Die Decke? Ja, die Decke. Ganz genau. So, nichtsdestotrotz haben wir keinen Platz mehr in den Kisten. Ich weiß gar nicht, was das soll. Wieso haben wir... Wir müssen uns echt irgendwas auf dieser gottverdammten Welt müssen wir uns... Wieso hatten wir eigentlich Erde dabei? Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Wir brauchen mehr Kisten und wir brauchen mehr Platz für Kisten. Ich bin, das ist mir alles... Ganz ehrlich, mir ist das gerade erst... gerade ist es mir egal. Es ist mir egal. Ich mache hier Schluss. Wir sind bei 103 Minuten Aufnahmezeit. Das entspricht in etwa... Wow. Das sind ja schon 1 Stunde 43 Minuten. Gleich sind es 44 Minuten. Also 1 Stunde und 44 Minuten. Plus den fast 20 Minuten, die ich vorher hatte, bin ich hier schon fast wieder 2 Stunden am Aufnehmen. Es wird Zeit, die Aufnahme zu beenden. Aber ich würde mir gerne... Warte mal, ich würde mal... Ja, nee, ich glaube, das wird die letzte Folge. Und die letzte Folge haben wir... Shit, da sieht man ja so viel. So, ne? Wie macht man das denn jetzt? So, wir müssen warten, bis es ein bisschen heller wird. Da wird's heller. Komm, mach schneller. So, also, ne? Ein bisschen was haben wir ja geschafft. Ich denke mal, hier stelle ich mich hin. So demonstrativ, das war dann schon mal ein bisschen, ne? Und damit beende ich die Folge und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.